Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Equestrian The Game. Ihr seht gerade New Feature Breeding. Das ist heute rausgekommen und wir werden heute zum allerersten Mal züchten. Nice. Leider gibt es in dem Spiel noch keine Fohlen. Das wird zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Das ist letztendlich genauso wie bei Rival Stars, könnt ihr euch erinnern. Am Anfang hatten wir quasi schon erwachsene Pferde, wenn wir gezüchtet haben. Und irgendwann kamen dann die süßen Fohlen dazu und dann haben wir mega, mega gerne gezüchtet. Und letztendlich ist es genauso bei Equestrian The Game. Wir haben jetzt die Zucht bekommen. Wir können sogar Mixed Breeding machen. Das werden wir heute auch machen. Und ja, ich freue mich ehrlich gesagt mega auf die Fohlen. Ich finde es schade, dass die jetzt nicht sofort reinkommen, denn das macht irgendwie alles ein bisschen cooler. Aber egal, Leute, wir gucken einfach. Also so viel ich jetzt gelesen habe, brauchen wir erstmal eine Zuchtstation. Glaube ich zumindest. Oh mein Gott, Leute, ich bin so excited. Ja, 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 guckt mal hier. Ich meine, ich habe 83.000. Somit sollten wir, nehme ich mal an, einfach gar kein Trouble haben, die einfach auf das höchste Level zu ziehen, oder? Also, oder? Brauchen wir da irgendwas? Nee. Es ist mega positiv, dass man hier auch nicht warten muss, ne? Also bei ganz vielen ist es ja so, dass man einfach ewig warten muss, dass man upgraden kann. In Rival Stars ist es zum Beispiel so. Dafür ist das Spiel halt letztendlich, ihr müsst alles bezahlen, was ihr extra haben wollt. Ich weiß nicht, ich finde es in Rival Stars cool, dass man sich letztendlich alles erarbeiten kann. Das funktioniert jetzt hier nicht, was ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt, weil Leute, die kein Geld investieren können, haben halt einfach gar keine Möglichkeit. Wie süß ist das denn? Guckt mal! Oh mein Gott, wir sind bei 7. Ich bin gespannt, ob unser Geld ausreicht. Lol, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Geld farmen sollen. So, was, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt bei 9? Und yes! Leute von heute. Ich meine, ich hoffe natürlich jetzt inständig, dass das Breeding nicht irgendwie 10.000 Euro kostet. Sonst können wir uns das nicht leisten. Aber wir haben jetzt zumindest eine Level 10 Breeding Facility. Oi. Open Slot. Okay, wir drücken mal Plus. Wir tun einfach mal das, was das Spiel uns sagt. Oh, das ist ähnlich wie in Rival Stars, oder? So, wir, ich weiß nichts über die Zucht, ehrlich gesagt. Wir probieren einfach jetzt mal was aus. Okay. Oh, genau, ich habe noch ein neues Pferd gekauft. Das habt ihr noch nicht gesehen. Wen wollen wir denn züchten? Ein paar Sekunden später. Aus welchem Grund kann denn unser Friese nicht gezüchtet? Achso, Mares. Oh mein Gott. Man sollte erst lesen und dann reden, liebes Sandy. Wir wählen einfach jetzt mal irgendein Pferd aus. Oh, das ist ein bisschen schade, dass man... Kann man sie... Kann, okay, sie... Sie muss ein Stückchen noch nach links, ne? Ein Stückchen nach links. Ansonsten ist sie ein bisschen abgeschnitten. Okay, wir haben Ares, Alexander, Greg und Mippy. Mippy ist auch neuer und gefühlt sind alle extrem gut, bis auf Ares. Also Ares ist der schlechteste, ihr seht es auch hier. Und er hat auch definitiv im Allgemeinen alles das Schlechteste. Aber was bei Ares ziemlich cool ist, ist, er ist einfach ein Friese. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten Friesen kaufen, aber das hat irgendwie nicht geklappt, denn, jetzt wartet mal, 50-50, Breed, 2 Tage. Okay, das dauert 2 Tage, das heißt, wir können jetzt, wir sehen das Fohlen heute nicht. Ist das euer Ernst? Ich hoffe jetzt wirklich inständig, dass wir das mit Coins überspringen können, Leute. Ich bin jetzt ein bisschen sad. Ich glaube, ich würde das gerne machen, wobei ich vielleicht ein anderes Pferd haben möchte. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was für ein Pferd ihr genommen hättet. Ich bin mir nicht 100% sicher. Wir nehmen einfach Angel. Angel ist mein absoluter Liebling. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass die nicht hier in diesem Potenzial-Ding da reinglitscht. Das ist ein bisschen schade. Was lustig ist, ist, sie kann theoretisch oder eher ein Potenzial von 788 bis 713 bekommen. Wahrscheinlich ist es irgendwas dazwischen drin. Das heißt, Ares ist definitiv ein Pferd zum Hergeben. Und hätte ich jetzt einen neuen Friesen schon gekauft gehabt, dann hätte ich ihn auch schon verkauft, denn er bringt mir einfach nichts. Er ist zu schlecht. Kann man eigentlich irgendwie sehen? Nee. Okay, das ist ein bisschen schade. Oder doch hier. Ja, ja, okay, hier kann man das sehen. Sehr, sehr gut. Aber nicht sein Overall, oder? No.
bisschen schade oder verpasse ich hier irgendwas? Weil ich persönlich würde immer wahnsinnig gerne sehen, was die Pferde für ein Potenzial haben. Ich schätze mal, dass das Potenzial in der Range ist, aber ich würde es trotzdem gerne sehen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich irgendwie draufklicke, würde ich gerne das Potenzial von beiden Pferden einfach schnell sehen können. Das ist hier irgendwie nicht der Fall. Also ich habe jetzt überall geklickt. Falls ihr noch irgendeine Idee habt, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, falls ihr auch schon gezüchtet habt, weil hier kann ich ja nichts anderes machen. Also ich kann hier nichts anderes anwählen. Egal, Leute, wir probieren es und ich hoffe jetzt, dass ich das mit Coins oder Gold oder was auch immer überspringen kann, denn ich möchte dieses Pferd sehen. Es kostet 2.800 Dollar, Euro, Bucks, was auch immer. das heißt, es macht definitiv Sinn, wenn man viel züchten möchte, dass man das Geld dann doch spart. Ich hatte ja in einem meiner Videos davor irgendwie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, aus welchem Grund wir überhaupt so viel Geld verdienen, weil ich brauche es für nichts. Aber wir haben es letztendlich gebraucht für die neue Zuchthalle und eben fürs Breeding. Wow, ich bin jetzt maximal mega krass aufgeregt. Wir sagen Breed! Oh mein Gott! Angel and Aris mating. 4 hours? Hat es nicht gerade 2 Tage geheißen? Dauert es jetzt 4 Stunden? Kann ich das irgendwie überspringen? Warum kann ich denn das jetzt nicht mit Coins überspringen? Das verstehe ich nicht ganz, muss ich ehrlich gestehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Anstatt zu sagen, der Season Pass kostet 129 Coins, was viel zu teuer ist, meiner Meinung nach, hätte man doch lieber sagen können, man hat die Option, das Breeding zu überspringen, oder? Weil ich muss jetzt letztendlich 4 Stunden warten. Ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt mit meinen Pferden und mir überlegt, wenn ich noch gerne decken wollen würde. Eigentlich wollte ich nur irgendwie einen Fohlen bekommen, aber wenn es so ewig lang dauert und man es gar nicht überspringen kann, dann habe ich jetzt beschlossen, dass wir einfach noch ein zweites Mal decken. Und hier sind die Möglichkeiten größer. Bei den anderen beiden, wenn ich mich recht erinnere, war es nur Bay oder Fuchs und Cream, was rauskommen kann, weil quasi ein Friese immer schwarz ist und wenn das aussieht wie ein Friese, dann funktioniert es nicht, dass die schwarz sind. Ich glaube, irgendwie so funktioniert es. Hier haben wir eben 3 Möglichkeiten, was ich ziemlich cool finde. Ich habe noch 4000 irgendwas, irgendwie 20 oder so von den Bucks. Was mega lustig ist, weil ich bin da komplett pleite. Und wir machen das jetzt auch noch und gucken dann im nächsten Video, wie die Fohlen aussehen werden. Wir machen Breed. Elvira und Alexander. Das Ganze dauert auch 4 Stunden und wir haben jetzt 2 Mal gedeckt. Mehr decken können wir nicht, weil wir keine Kohle mehr haben. Und falls es nur 4 Stunden dauert, dann würde ich, glaube ich, gleich morgen nochmal ein Video machen, wie die Fohlen aussieht. Falls es aber 3 Tage dauert, dann, wie gesagt, wisst ihr Bescheid, kommt das Video eben dann erst in 3 Tagen, wo ich euch meine Fohlen zeige. Ich bin so unfassbar gespannt. Ich hatte mir jetzt schon erst mal am Anfang überlegt, ich weiß nicht, ob ich es dazu gesagt habe, ob ich es rausgeschnitten habe, weil ich rede schon seit Ewigkeiten, dass ich eigentlich die Fohlen in dem Video zeigen wollen würde. Aber nachdem das jetzt so lange dauert und wir es eben nicht überspringen können, keine Möglichkeit, dass es einfach im nächsten Video kommt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!